Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf CouchTigger29 und diesmal mit Ton, aber ohne Bild, denn ich habe mich mal entschlossen, da ich ja noch ein bisschen krank bin, dieses Video einmal ohne Facecam sozusagen aufzunehmen, aber mit Ton, dass ihr mich auch immer schön brav hört. Also heute geht es wieder um ein weiteres Opening einiger Päckchen in meinem Online-FIFA World Cup Brasil Sticker-Album von Panini. Und jetzt sage ich einfach mal Klick, wie ich das immer so schön sage, und ja, jetzt lädt es und wir schauen mal, was es so Neues gibt. Ja, wer das letzte Video gesehen hat, der hat ja auch mitbekommen, dass ich ja zwei brasilianische Spieler wollte, und zwar ertauschen wollte. Einmal den Hulk und den Oscar für jeweils zwei deutsche Spieler. Ich glaube, das war einmal der Thomas Müller und den Mesut Özil. Und jetzt schauen wir mal, und wie wir sehen, habe ich doch tatsächlich drei neue Sticker bekommen. Gucken wir uns die mal an. Und zwar habe ich einmal den Oscar ertauscht und dann den Hulk oder Hulk oder wie auch immer man den Namen ausspricht. Und weil ich eben auch, zum ersten Mal, glaube ich, einen brasilianischen Spieler ertauscht habe, habe ich dementsprechend auch einen brasilianischen Fansticker bekommen. Und diesen Fansticker samt dem lieben Herrn Oscar und Hulk werde ich jetzt auch einmal einkleben. Fangen wir mal an mit dem Fansticker. Wo gehören die denn hin? Lass ich mal gucken hier. Ja. Zack. Einmal hier den Fansticker. Brasilien. Und jetzt, warum liegt denn das hier noch? Naja, egal. Und jetzt machen wir einfach mal weiter und packen den Oscar hier hin. Direkt unter Marcello und über den Fred. Und Hulk kommt hier hin. Ja, Hulk ist einer meiner... Ich weiß gar nicht, ob mir das so sagen kann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum das hier immer dieses Ladenzeichen hier zeigt. Keine Ahnung. Vielleicht ist momentan der Server da ein bisschen lahm. Keine Ahnung. Jedenfalls, Hulk ist einer meiner Lieblingsspieler. Das ist ja schon nervig hier. Hoffe ich, dass das gleich mal weggeht hier. Einer meiner Lieblingsspieler, Zenit St. Petersburg, momentan unter Vertrag. Gab ja auch mal kleine Gerüchte, dass er mit einem Wechsel nach Deutschland zu Borussia Dortmund liebäugelt. Daran hat sich aber, glaube ich, nichts bestätigt. Ja, ich weiß da nichts Neueres. Auf jeden Fall ist eine ordentliche Kante und hat eine unglaubliche Schussgewalt. Wenn man sich da so mal ein paar Tore und Videos anschaut vom Hulk. Ja, der hat schon einiges drauf und ist auch schon für seine Maße. Dennoch relativ beweglich, obwohl er so eine Kante ist, technisch versiert und auch ja, im Antritt ziemlich schnell, also ein cooler Spieler, hat natürlich auch so seine ja, Mangel, manchmal so was den Einsatz angeht, auch so ein bisschen vielleicht Gutwetterspieler, wie es ja einige Brasilianer sind. So, 13 Päckchen habe ich, eigentlich nur 12, aber ich habe doch tatsächlich noch einen Code bei mir entdeckt. Der lag nämlich irgendwie halb versteckt auf dem Boden rum, eines ja schon verwendeten Stickers. Und dann habe ich den Code eingegeben und jetzt habe ich satte 13 Päckchen. Ja, und ich würde sagen, öffnen wir mal das erste Päckchen von insgesamt, ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, mache ich heute 3, mache ich 4, mache ich 5? Ich schaue mal. Gucken wir erstmal, wer sich jetzt alles hinter dem ersten Päckchen verbirgt, und es lädt hier wieder. Was soll denn das? Also der Server scheint hier echt ein bisschen lahm zu sein. Jedenfalls haben wir hier wieder 4 neue Spieler. Den habe ich schon doppelt, beziehungsweise schon in meinem Album vorhanden. Also, Kazuke Mitsubishi, ich meine Kazuke Honda haben wir hier, japanische Nationalmannschaft. Dann haben wir Ahmed Musa, Nigeria. Jan Boje, Ghana, und aus der Bundesliga, ehemals Hamburg, jetzt Leverkusen, Song Hoeng Min. Das geht ja schon mal gut los. Und jetzt mache ich mal weiter mit dem nächsten Päckchen. Zip. Und da haben wir, oh, das ist doch gut, Diego Godin, Atletico Madrid, hat ja bei der Meisterschaft das entscheidende Tor geköpft in der spanischen Liga und auch hat er auch im Finale getroffen, der Champions League. Zack. Ja, das hatten wir schon beim letzten Video. Nee, hat er glaube ich nicht, oder? Hat er? Oder ich glaube, der hat doch getroffen. Hat er nicht das 1-0 gemacht für Atletico? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ein guter Spieler, an dem ja auch, glaube ich, Bayern München Interesse gezeigt hatte. Zumindest waren so die Gerüchte. Dann haben wir ja
was ist das für ein Name? Joao Rojas von Ecuador. Oder ist das Kolumbien? Ich bringe die immer durcheinander. Jerome Boateng, Deutschland. Und Bruno Alves, Portugal. Und dann haben wir auch ein weiteres Teamlogo, USA. So, weiter geht's. Gar nicht lang schnacken. Zip. Oh, okay. Ei, das ist mein erstes Päckchen, in dem ich nur zwei neue Spieler habe. Das ist einmal der Jesus Corona und Reis Mboli. Das ist, glaube ich, was ist das? Algerien und Mexiko. Ansonsten, naja gut, ich habe wieder einige neue zum Tauschen. Und weil dieses Päckchen mich so ein bisschen im Stich gelassen hat, werde ich jetzt einfach noch ein weiteres öffnen. Zack. Hoffe, dass das ein bisschen besser ist. Ja, gut, vier Spieler, die neu sind, den Clarence Goodson, den habe ich ja schon eingeklebt. Fangen wir mal an, Ivan Rakitic, der ja auch mal bei Schalke gespielt hat. Dann Eiji Kawashima, Japan, einen weiteren Japaner hier, Maya Yoshida. Und dann Valentin Stocker, Schweizer Nationalmannschaft. So, ich würde sagen, ich fange mal einfach an, diese 20 Sticker jetzt der Reihe nach einzukleben. Fangen wir mal an hier, Kroatien. Und der spielt ja momentan beim FC Sevilla. Ich glaube, der wurde auch mal verlinkt und in Verbindung gebracht. Was war das, Real Madrid? Barcelona? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall scheint er sich wirklich im Laufe der letzten 2-3 Jahre gut weiterentwickelt zu haben. Und selbst internationales Format erreicht zu haben, dass wirklich die absoluten europäischen Top-Clubs sich Gedanken machen über Rakitic. So, Jesus Corona kommt hier hin. Die Mexikaner, auch hier füllt sich das Album so langsam. Hust, hust. So, Japan. Und jetzt kommen die Japaner hier. Kawashima. Yoshida. Honda. Und Kakitani. Na, komm hier. Achso, den habe ich ja doppelt, genau. So, vier Japaner schon mal drin. Uruguay, Godin. So. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen zu den Uruguayern. Mach ich mal weiter mit der Schweiz. Mit der Schweiz. Mach ich hier einfach mal weiter. Weil dann den Stocker kommt hier auf diese Position. Ha, super. So, dann habe ich jetzt hier einmal. Ja, tatsächlich Ecuador. Ach, den habe ich auch schon doppelt, ja. Aber den Herrn Rojas noch nicht. So. Nigeria. Füllt sich auch so ganz langsam. Herr Musa. So. Zack. Deutsche Nationalmannschaft. Jerome Boateng. Kommt hierhin. Ja, so vier Spieler habe ich noch nach. Plus Deutschland-Logo. Per Mertes Acker-Mario-Götze. Toni Kroos und Podolski. Bin ich mal gespannt, wann ich dieses Team fertig habe und natürlich dann, welches Team ich zuerst fertig habe. Noch sind ja bei jedem Team Lücken, bei manchen weniger, bei manchen mehr. Ich bin gespannt. So, Portugal, Bruno Alves, Herrn Boje kommt hier hin. USA-Logo, zack, kleben wir hier ein. Finde ich immer cool, diese glänzenden Team-Logos. So, Algerien, mein erster Algerier, zack. Also, soweit ich weiß, war ja Zinedine Zidane, ist ja auch, ich glaube, geboren in Algerien. Ich glaube, Sohn algerischer Auswanderer. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er auch einen zweiten Pass hat. Auf jeden Fall hat Zinedine Zidane eine algerische Vergangenheit, zumindest was die Familienabstammung angeht. Kleine Randnotiz. So, und jetzt haben wir hier noch einmal Südkorea. Nee, Quatsch. Ja, Südkorea. Son Heung-min. Oh Mensch, ey. Ja, Erkältung ist schon ein bisschen besser geworden, aber dennoch, wie man hört, noch nicht völlig auskuriert. Jetzt fange ich mal an hier, die doppelten Karten schnell auf einen Tauschstapel zu packen. Verschieben, fertig. Und ich würde sagen, machen wir mal eine Anfrage, damit wir beim nächsten Mal vielleicht ja ein bisschen weiterkommen.
Jetzt ist die Frage, also ich habe ja hier den Kakitani, den Gutzen. So, ja, mache ich mal einfach alle jetzt. Ich mache alle. 1, 2, 3, 4. Und den Jagoev. So, und jetzt die Frage, welche Sticker will ich haben? Ich probiere es einfach mal. Ich möchte hier versuchen, die deutsche Nationalmannschaft fertig zu kriegen. Darum werde ich jetzt gnadenlos hier einen Deutschen nach dem anderen auswählen. So, und hoffe jetzt, dass ich die geeigneten Tauschpartner finden. Ja, ansonsten, ich glaube, das war's eigentlich. Oder? Also mit diesem Video jetzt habe ich 4 Päckchen für euch geöffnet sozusagen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und mir eine Nachricht hinterlassen, ob ihr das so besser findet in Zukunft. Natürlich auch, wenn ich dann gesund bin, soll ich diese Art Videos mit Facecam oder ohne machen. Und ja, dann würde ich sagen, verbleibe ich mit den besten Grüßen. Freue mich auf das nächste Unboxing, dann hoffentlich in besserer Gesundheit und mit noch mehr coolen Spielern. Und ich sage ciao, tschüss, sayonara, euer Sascha.